20. Dezember 1989. Mehr als 20.000 US-Soldaten landen in Panama-Stadt. Es ist die größte Militärinvasion der USA seit dem Vietnamkrieg. Ihr Ziel? Die Festnahme des Diktators des Landes, Manuel Noriega. Die USA waren wütend auf den Diktator, der sich ihnen widersetzte. US-Soldaten durchsuchen Panama-Stadt, doch Noriega ist nicht zu finden. Er ist untergetaucht. Noriegas sechsjährige Herrschaft ist geprägt von Gewalt, Täuschung und Exzess. Er war zu allem bereit, nur um weiterzumachen. Macht und Gier haben ihn verdorben. Er war ein Gangster in Militäruniform. Wie gelangt der in Armut aufgewachsene Noriega als Diktator zu Reichtum? Und wie provoziert er die Invasion der USA in Panama? Diktatoren hatten enorme Auswirkungen auf das vergangene Jahrhundert. Sie haben voneinander gelernt. Sie sind verschieden. Ihre Taktik ist gleich. Terror verbreiten. Propaganda. Eliten kontrollieren. Feindbilder schaffen. Personenkult. Gewalt. Damit halten sich Diktatoren an der Macht. Der Aufstieg von Manuel Noriega ist angesichts seiner Herkunft mehr als ungewöhnlich. 1934 kommt er in Panama-Stadt zur Welt. Als er 5 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Danach wächst er bei einer Patentante im Slum Terraplén auf. Young man born into the social strata. Junge Männer dieser Gesellschaftsschicht hatten sehr begrenzte Chancen, Bedeutung und Macht zu erlangen. Als Jugendlicher wird Noriega wegen seiner kleinen Statur und dem Narbengesicht gehänselt. Dem begegnet er auf seine Weise. Noriega wollte durch Bildung weiterkommen. Er war sehr intelligent, ein guter Schüler und immer unter den Besten. Noriega bewirbt sich am renommiertesten Gymnasium von Panama-Stadt und wird angenommen. Wie viele Schüler Anfang der 1950er Jahre lässt er sich von der anti-amerikanischen Stimmung mitreißen, die im Streit um den Besitz des Panama-Kanals entbrannt ist. Dieser Konflikt spielt eine Schlüsselrolle auf seinem Weg zur Macht. Panama kämpfte im 20. Jahrhundert vor allem dafür, staatliche Souveränität zurückzugewinnen und den Panama-Kanal. '1903 erhalten die USA die Rechte für den Bau des Kanals, weil sie Panama beim Erlangen der Unabhängigkeit von Kolumbien geholfen haben. Die panamanischen Eliten, die supported Panamas Elite, die den Unabhängigkeitsprozess vorangetrieben hat, überließ den USA die Baurechte für den Kanal und die Kontrolle darüber. Die Unabhängigkeit und der Kanalbau waren in dem Moment wichtiger als die Bewahrung nationaler Souveränität. Than preserving national sovereignty.
1914 wird der Kanal eröffnet. Er verbindet den Atlantik mit dem Pazifik und befördert den internationalen Handel. Die USA nehmen hier jährlich mehr als 20 Millionen Dollar ein. Und auch Panamas Elite verdient mit. Viele Einwohner Panamas, der Mittel- und Unterschicht, sahen die Elite als Verräter. Die hatte ihr Land verkauft, um von dem Kanal zu profitieren. Der Kanal rief Unmut hervor, denn die USA hatten im Prinzip eine Kolonie gegründet, mitten in unserem Land. Die Landstreifen beiderseits der Kanalstraße werden von Zehntausenden Amerikanern besetzt. Größtenteils Militärs. Das hat den Groll gegen die USA verstärkt. In dieser Stimmung wächst Noriegas Nationalismus heran. Beim Schulabschluss macht er seine Ziele klar. Er schrieb ins Jahrbuch der Schule: Ich will Psychiater werden und Präsident von Panama. Aufgrund seiner Herkunft scheint diese Vision zum Scheitern verurteilt. Noriega hat kreolische Vorfahren. Die Elite, nur 10% der Bevölkerung Panamas, ist europäisch stämmig. Sie besetzt seit der Gründung Panamas alle Posten der Macht. In diesem politischen System dominierte die Elite. Man könnte sagen, eine oligarchisch begrenzte Demokratie. Es gab zwar regelmäßig Wahlen, aber die wurden von der Elite manipuliert, damit sie die Kontrolle behielt. Als Noriega Arzt werden will, holt ihn die Realität ein. Er wurde an der medizinischen Fakultät nicht angenommen. Denn da gab es nur begrenzt Plätze und die bekamen Weiße aus der Oberschicht.1958 erhält der 24-jährige Noriega jedoch ein Stipendium für die angesehene Militärakademie im peruanischen Lima. Nach dem Abschluss 1962 tritt Noriega in die Nationalgarde Panamas ein. Etwas später wird er als Leutnant in Colón stationiert. Hier trifft er den Mann, der ihm an die Macht verhelfen wird. Seinen Kommandanten, Major Omar Torrijos. Torrijos war ein attraktiver, charismatischer Mann. Er wurde von vielen Militärangehörigen verehrt, auch von Noriega. Torrijos erkennt das Talent des jungen Noriega und gibt ihm eine Chance. Er nimmt ihn im Geheimdienst der Nationalgarde auf, später bekannt als G2. Noriega besucht die von den USA geführte School of the Americans in der Panama-Kanalzone. Offiziell werden hier demokratische Werte vermittelt. Tatsächlich geht es auch um Techniken der Erpressung, Nötigung, Folter und Hinrichtung. Kritiker bezeichnen sie als Schule für Diktatoren. Alle großen Anführer brauchen Leute, die die Schmutzarbeit machen. Dazu war Noriega bereit. Hinter den Kulissen hat er Gegner abgehört, sie unterdrückt und ihnen schon mal die Köpfe eingeschlagen. Mit der Zeit wurde er die rechte Hand Torrijos. Torrijos. 1968 steigt Torrijos an die Spitze des Militärs auf, auch mit Noriegas Hilfe.
Doch die Nationalgarde untersteht weiterhin der politischen Führung, der des neu gewählten Präsidenten Arnulfo Arias. Dieser fürchtet, der wachsende politische Einfluss des Militärs könnte seinem Regime gefährlich werden. Kurz nach der Wahl begann der Präsident mit der Säuberung der Nationalgarde. Präsident Arias will Torrijos als Militärattaché nach El Salvador schicken. Doch ohne Torrijos würden Noriegas Ambitionen ins Leere laufen. Am 11. Oktober 1968 kehrt Torrijos den Spieß um. Er initiiert einen Militärputsch. Danach ist Omar Torrijos Militärdiktator von Panama. Aber er braucht die Unterstützung der gesamten Bevölkerung. Auch die der Anhänger von Arnulfo Arias. Nach der Machtübernahme nahm Torrijos Landverteilung, Sozial- und Bildungsprogramme in Angriff. Er wollte was für die Unterprivilegierten und Vergessenen von Panama tun. Die machten die Mehrheit des Landes aus, wurden aber von den mächtigen Geschäftsleuten bisher ignoriert. Torrijos ernennt Noriega zum Chef des Militärgeheimdienstes G2. Als Junge lebte er im Slum. Jetzt ist Noriega Oberstleutnant. Die neue Position eröffnet ihm einen Weg an die Macht. Erfahrungen im Geheimdienst sind sehr wichtig für Diktatoren, weil sie dadurch den Überblick haben. Sie kennen die Bedrohungen und wissen, wie man damit umgehen muss. Noriega hatte freie Hand und ist hart gegen die Opposition vorgegangen. Torrijos nannte ihn meinen Gangster, denn wenn Noriega Menschen ermorden sollte, war das kein Problem. Doch hinter den Kulissen verfolgt Manuel Noriega eigene Pläne. Er nutzt seine Position nicht nur dazu, Regimegegner kaltzustellen. Es gibt Belege dafür, dass Noriega Torrijos nicht bedingungslos loyal war, sondern in erster Linie sich selbst. Er knüpft eine Beziehung, die seine spätere Herrschaft prägen wird. Er arbeitet im Geheimen als Informant für die CIA. In den USA hat man befürchtet, dass von Kuba eine Revolution ausgehen könnte. Mit Fidel Castros Machtübernahme in Kuba im Jahr 1959 fürchten die USA, der Kommunismus könne auf Mexiko übergreifen. Zentralamerika wird zum Krisenherd im Kalten Krieg. And so for the United States, die USA brauchten Informationen über diese Gruppen. Sie wollten verhindern, dass der Kommunismus durch die Hintertür vorrückt. Mitte der 1970er Jahre ist Noriega der wichtigste Kontakt der USA in Zentralamerika. Er gibt jedoch gleichzeitig Geheiminformationen der USA an die Kubaner. Und nicht nur das. Zwischenzeitlich arbeitet er als Spion für mindestens 10 verschiedene Länder, wie Nicaragua, Israel, Taiwan, Frankreich und England. Noriegas zunehmende Macht und sein Einfluss im Land bleiben nicht unbemerkt.
In einem Geheimdienstbericht des US-Verteidigungsministers wird er als kommender Diktator Panamas bezeichnet. Selbst Torrijos ist beunruhigt. Torrijos brauchte und fürchtete ihn, da er ihm jederzeit in den Rücken fallen konnte. 7. September 1977. Torrijos unterzeichnet zwei Verträge mit US-Präsident Carter. Sie garantieren, dass der Kanal über 22 Jahre schrittweise an Panama übergeht. Und die Einnahmen damit ebenfalls. Ein großer Sieg für das Volk, das Land und Torrijos. In den Verhandlungen verspricht er die Einführung der Demokratie. Das entspricht allerdings nicht Noriegas Interessen. Noriega hielt die Öffnung für gefährlich. Gefährlich, weil dann das Militär und er selbst die Kontrolle verlieren würden. Politische Exilanten, einst vom Regime verbannt, kehren nach Panama zurück. Es soll freie Wahlen geben. Demokratie liegt in der Luft, doch das könnte Noriegas Aufstieg verhindern. Ein Ereignis Ende Juli 1981 ändert alles. Panama stürzt ins Chaos, als das Flugzeug mit dem 52-jährigen Torrijos an Bord westlich von Panama-Stadt vom Radar verschwindet. Das Wrack wird in den Bergen von Cerro Mata gefunden. Keine Überlebenden. Es gab nicht bestätigte Gerüchte, dass Noriega nachgeholfen hat bei Torrijos Unfall. Offiziell wird Noriega von einer Mitschuld freigesprochen. Als Hunderttausende um Torrijos trauern, stellt sich die große Frage, wer wird sein Nachfolger? Torrijos Tod hat ein Führungsvakuum geschaffen. Das musste jemand füllen. Noriega bekleidet als Kommandant der Nationalgarde die höchste militärische Position im Land. Wie Torrijos vor ihm ist er jetzt de facto das Staatsoberhaupt. An der Macht zu bleiben wird nicht leicht. Torrijos hatte den USA demokratische Wahlen versprochen. Wenn sich Noriega daran hält, könnte er selbst bald im Abseits stehen. Er brauchte diese Fassade. Das Land musste wirken wie eine zivil regierte Demokratie, um zu verhindern, dass die Opposition zu mächtig wird. Die Opposition will die Macht des Militärs einschränken und ein demokratisches Panama. Das muss Noriega verhindern. Ein gewählter Marionettenpräsident soll seine Befehle umsetzen, während er sich selbst im Hintergrund hält. Das war eine vom Militär kontrollierte Demokratie. Noriegas Kandidat Nicolás Adito Barletta muss die Präsidentschaftswahl gewinnen. Am Wahltag, dem 6. Mai 1984, sieht es nach ersten Prognosen jedoch schlecht aus. Noriega greift ein. 60.000 Stimmen der Opposition sind plötzlich verschwunden. Barletta wird Präsident. Vordergründig ist Panama eine Demokratie. Doch die wahre Macht liegt bei Noriega. Von Anfang an ist er eine polarisierende Figur.
Die Opposition fand, dass er mit skrupellosen Methoden an die Macht gekommen war. Ruthless in the way he gained power. Now, for others, his group of Für seine Anhänger war er ein Nationalist, der Panama verteidigt, gegen die imperialistischen USA, die Panama dominieren wollten. Noriega macht von nun an, was Diktatoren tun. Persönliches Vermögen ist für Diktatoren ein Symbol für Prestige, Größe und sogar Unbesiegbarkeit. Sie horten Reichtümer, die sie der Gesellschaft entziehen, und verwenden sie zu eigenen Zwecken. Das ist ein Kennzeichen der meisten Diktaturen. Anfang der 1980er Jahre entdeckt Noriega eine weitere Geldquelle, den Drogenhandel. Nach Torrijos Tod nahm die Macht der Drogenkartelle in Kolumbien zu. 1981 haben Pablo Escobar und Jorge Ochoa das Medellin-Kartell gegründet. Noriega nahm mit diesem Netzwerk Kontakt auf. Tonnenweise Kokain, hergestellt im Dschungel von Peru und Kolumbien. Sie brauchten Wege, um es in die USA, nach Europa oder sonst wohin zu schmuggeln. Panama wird zum Drehkreuz für den Drogenhandel. Noriega kassiert $150.000 pro Flug. So streicht Noriega mehrere hundert Millionen Dollar ein. Er schmuggelt auch Waffen für die Amerikaner. Die amerikanische Regierung stattet damit die Contras in Nicaragua und andere antikommunistische Rebellen in Zentralamerika aus. Er war beteiligt am Waffentransport für verschiedene Streitkräfte in Bürgerkriegen. So wurde er bei diesen geheimen Geschäften zur Schlüsselfigur Zentralamerikas. Doch das bleibt nicht unbemerkt. Hugo Spadafora, ein Arzt und Kritiker des Militärs, erfährt von den illegalen Aktivitäten und stellt Noriega öffentlich an den Pranger. Hugo Spadafora war ein attraktiver Mann mit italienischer Herkunft. Ein romantischer Revolutionär. Im Fernsehen sagte er, Noriega ist ein Diktator, Drogenhändler und beschränkt die Freiheit. Noriega war wütend. Im September 1984 kontaktiert Spadafora die oppositionelle Zeitung La Prensa. Die druckt seine Vorwürfe, die weit über Panama hinaus Gehör finden. Auch im Weißen Haus. Bis dahin hatte man dort Noriegas Drogenhandel ignoriert, wegen seiner hilfreichen Geheimdienstinformationen und Waffentransporte. Jetzt muss die US-Regierung zumindest dem Anschein nach reagieren. Die USA ließen Noriega wissen, dass sie seine Aktivitäten im Drogenhandel verurteilten. Noriega sagte darauf, okay, ich steige aus. Doch Noriega täuscht. Tatsächlich wählt er nur eine andere Rolle im Drogenhandel. Er steigt um auf Geldwäsche in den Banken Panamas. So kann er noch mehr von den Kartellen profitieren. Stephen Kalish führt damals einen Schmugglerring, der große Mengen Drogen in die USA importiert. Er hofft, Noriega werde ihm helfen, Millionen Dollar schmutziges Geld zu waschen.
Noriega hat mir gesagt, Panama könnte mir alles bieten, was ich brauche. Er bot mir sichere Banken. So konnte ich 25, 30 Millionen transferieren. Die waren vorher gebunkert, in einem Haus in Tampa, Florida. Kalish ist nur die Spitze des Eisbergs. Noriega wäscht Geld für das Kartell und nimmt damit monatlich 10 Millionen Dollar ein. Anfang der 80er Jahre sind das insgesamt 350 Millionen Dollar. Mit diesem Vermögen kauft er sich Luxusautos, Villen und Immobilien auf der ganzen Welt. Er hat verschwenderisch gelebt, ließ sich schöne Frauen aus den USA einfliegen und hat oft gefeiert. Er war unterhaltsam. Er genoss die Macht wie ein Pate. Noriega ist der reichste Mann Panamas. Doch er wünscht sich öffentliche Verehrung. Hugo Spadafora wollte mit einer Oppositionsbewegung gegen Noriega antreten. Hugo Spadafora war eine echte Bedrohung für ihn. Noriega konnte nicht zulassen, dass er Dissens schürt und zivile Gruppen unterstützt, gegen ihn vorzugehen. Also tat er etwas dagegen. September 1985. Die Zeitung La Prensa verbreitet die schockierende Nachricht: Hugo Spadafora wurde ermordet. In einem Fluss in Costa Rica taucht seine Leiche auf. In einem Postsack aus den USA. Er wurde offenbar bei lebendigem Leibe enthauptet und vorher entsetzlich gefoltert. Spadafora wird zuletzt gesehen, wie ihn Soldaten an der Grenze zu Costa Rica aus einem Bus zerren. Man vermutet, dass Noriega dahinter steckt. Ich habe keinen Beweis, aber ich bin sicher, er hat den Mord in Auftrag gegeben. Er war zu allem bereit, um an der Macht zu bleiben. Das war ein zentraler Moment. Von da an ging es mit Noriega bergab. Die Bevölkerung Panamas ist außer sich über den Mord an Spadafora. Zehntausende Menschen kommen zu seiner Beerdigung. Der öffentliche Zorn flammt erst recht auf, als es nicht einmal strafrechtliche Ermittlungen gibt. Infolge der Medienberichte brechen Unruhen aus. Noriega greift zu härteren Mitteln. Diktatoren wollen sicherstellen, dass die öffentlichen Gesprächsthemen ihren eigenen Kurs unterstützen. Wenn sie von der freien Presse jedoch ständig kritisiert werden, versuchen sie, die Meldungen zu kontrollieren. Noriega war sehr gut darin. Er schickte seine Schläger zur Zeitung La Prensa. Das hieß: keine Recherchen, wo ihr nicht recherchieren sollt. Im Juni 1986 eskaliert die Situation. In der New York Times publiziert Seymour Hersh einen Artikel mit Details aller illegalen Aktivitäten des Diktators. Er sagt, die USA hätten davon gewusst. Die größte Enthüllung war die Tatsache, dass die USA in Noriegas illegale Aktivitäten verwickelt waren.
seit den 1970ern. 1970s. Noriega bietet sich bei den US-Verbündeten an, um die Auswirkungen des Artikels abzumildern. Noriega ist mit meinem Privatjet nach Washington D.C. geflogen, um sich mit dem CIA-Chef zu treffen. Danach meinte er mit breitem Grinsen: Die USA brauchen mich im Krieg gegen die Drogen. Er hilft der US-Drogenbehörde beim Einsatz gegen kolumbianische Drogenkartelle. Es folgt die Festnahme des Drogenbosses Pablo Escobar. Noriegas Leute verhaften 40 Drogenhändler und beschlagnahmen 12 Millionen Dollar in Panamas Banken. Die USA sind zufrieden mit Noriega. Doch dem droht Gefahr aus den eigenen Reihen. Von Oberst Roberto Diaz Herrera. Roberto Diaz Herrera war ein Freund und Mitarbeiter von Noriega und Torrijos seit den 1960ern. Bei seiner Machtübernahme hatte Noriega mit Herrera vereinbart, ihn nach 4 Jahren als Nachfolger einzusetzen. Im Mai 1987 ist der Zeitpunkt für den Wechsel gekommen. Doch Noriega denkt nicht daran, zurückzutreten. Noriega hat Diaz Herrera hintergangen und die Vereinbarung zurückgezogen. Er hat ihm irgendeinen Diplomatenposten zugeschoben. Herrera gibt nicht nach. Er macht die Sache öffentlich. Und behauptet, er habe Noriega 1984 bei der Wahlmanipulation geholfen. Noriega habe den Mord an Hugo Spadafora in Auftrag gegeben und an Bord von Torrijos Flugzeug eine Bombe platzieren lassen. Seine Veröffentlichungen führen zu Protesten in der Bevölkerung. Wenige Tage nach den Enthüllungen protestieren Menschenmassen in Panama-Stadt gegen das Regime. Noriega lässt Herrera wegen Hochverrats verhaften. Infolgedessen gehen 100.000 Demonstranten auf die Straßen. Mit Töpfen, Pfannen und weißen Taschentüchern. Alles gewaltfrei. Die Demonstranten machen sich über Noriega lustig und nennen ihn Ananasgesicht. Der Militärdiktator antwortet auf seine Weise. Er reagierte brutal. Gefängnis, Folter. Es war schrecklich. Internationale Medien übertragen die Ereignisse. Noriega ruft den Notstand aus. Offenbar verliert er die Kontrolle über das Land. Nach den Enthüllungen von Herrera war es für die USA noch schwieriger, einfach wegzusehen. Politisch war es unvertretbar, ihm das durchgehen zu lassen. Am 26. Juni 1987 fordern die USA die Absetzung von Noriega und wollen ihn zum Rücktritt zwingen. Die Regierung streicht ihm die Gehälter der CIA und klagt ihn wegen Drogenhandels und Geldwäsche an. Sie wollten Druck auf Noriega ausüben und ihn zwingen, das Land zu verlassen. Doch Noriega denkt nicht daran.
Er versucht, seine Anhängerschaft zu mobilisieren und facht eine anti-amerikanische Stimmung an. Und es gibt eine weitere Herausforderung. Am 7. Mai 1989 wählt Panama einen neuen Präsidenten. Wie 1984 scheint die Opposition zu gewinnen. Erneut schreitet Noriega ein und erklärt seinen Kandidaten zum Sieger. Er hat einfach den Präsidenten ernannt. Demokratie spielte selbst als Vorwand keine Rolle mehr. Und wieder brechen Proteste aus. Noriega schickt seine paramilitärischen Dignidad-Bataillone, um die Proteste zu unterdrücken. Sie attackieren Guillermo Billy Ford, den Kandidaten der Opposition für das Vizepräsidentenamt, und schlagen ihn brutal zusammen. You have that famous picture of Es gibt dieses berühmte Bild vom blutüberströmten Billy Ford. Solche Bilder waren sehr wirksam, denn sie gingen um die Welt und zeigten die Brutalität des Regimes. In den USA steigt der Druck auf den neuen Präsidenten George H.W. Bush. Die USA brauchen Noriega zwar nicht mehr, aber Bush sorgt sich um tausende Amerikaner, die noch in der Kanalzone leben. Öffentlich fordert Bush den Rücktritt Noriegas. Doch der denkt nicht daran. Er holt zum Gegenschlag aus. Seine Anschuldigung? Die USA verletzten Panamas Souveränität und territoriale Integrität. Noriega sagte, dass die beiden Länder in einen Kriegszustand geraten. Statt dem Druck zu weichen, provoziert er die USA. Noriegas Drohgebärden gefährden die 40.000 in Panama lebenden Amerikaner. Am 16. Dezember 1989 eskaliert die Situation. Einheimische Sicherheitskräfte beschießen an einem Checkpoint ein Auto mit US-Soldaten. Ein US-Soldat wird getötet. Der Tod des US-Soldaten brachte das Fass zum Überlaufen. I will protect the lives of Americans in Panama, whether they're military or civilian. We will not let Americans' lives be put at risk by a dictator down there. 20. Dezember 1989. US-Truppen stürmen Panama-Stadt. Sie sollen die Sicherheit der Amerikaner garantieren und Noriega stürzen. Noriega hat nicht einen militärischen Befehl erteilt, sondern ist abgehauen. Das sagt viel über Tyrannen aus. Sie sind alle feige. Die Sicherheitskräfte Panamas leisten 4 Tage Widerstand gegen die US-Truppen. Dann sind sie besiegt. Die US-Invasion kostet mehr als 1.000 Menschen das Leben. Unter den Toten sind Zivilisten und Soldaten.
20.000 sind obdachlos. Noriega ist weiterhin auf der Flucht. An Heiligabend findet er Zuflucht in der Vatikanischen Botschaft in Panama statt. Er dachte, dass er von der Vatikanischen Botschaft aus ins Exil gelangen könnte. US-Truppen erfahren, wo er sich aufhält. Doch Noriega will sich nicht stellen. Vor der Botschaft fordern Demonstranten seinen Kopf und rufen ihn Ananasgesicht. Am 3. Januar 1990 ergibt sich Panamas Militärdiktator den USA. Unter einer Bedingung. Noriega wollte sich in Uniform stellen, aber die USA haben ihn stattdessen erniedrigt. Direkt nach der Festnahme musste er die Uniform ausziehen. Er wurde in einem zerknitterten T-Shirt fotografiert, wie ein gewöhnlicher Krimineller. Dieses Bild ging um die Welt, um zu zeigen, dass er jetzt in Haft ist. Nach turbulenten 6 Jahren ist Noriegas Herrschaft zu Ende. Er ist ganz unten, wie damals als kleiner Junge aus dem Slum. Noriega war enorm habgierig. Machthunger und Gier haben ihn verdorben und zu seinem Untergang geführt. 1992 wird Noriega in Miami, Florida, wegen Drogenhandels, organisierter Kriminalität und Geldwäsche zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. In Panama feiern die Menschen den Schuldspruch. Noriega verbringt 25 Jahre in Haft. In den USA, Frankreich und in Panama. 2017 stirbt er im Alter von 83 Jahren. Auf der Höhe seiner Macht besaß Noriega geschätzt 600 Millionen Dollar. Während heute die Häuser des früheren Diktators verfallen, wird das Land wieder aufgebaut. Panama ist seit Ende 1999 Besitzer des Kanals und betreibt ihn sehr erfolgreich. Es ist jetzt ein wohlhabendes Land. Seit dem Sturz Noriegas gibt es freie Wahlen und stabile demokratische Regierungen. Um Machtmissbrauch zu verhindern, ist das stehende Heer abgeschafft. Das war entscheidend für die demokratische zivile Kontrolle. Ein Putsch ist heute undenkbar. Man muss die Erinnerung an Noriega wachhalten, damit junge Leute wissen, was passiert ist. Das darf nie wieder geschehen.